So, Freunde, zum Ende der Woche habe ich mir den Spaß auch eingefangen. Ja, ich bin jetzt unter Quarantäne. Nichtsdestotrotz, ja, Hardware-News stehen bevor. Wir haben heute Freitag und ja, meine Stimme, sie ist wieder zurück. Ich habe eigentlich die heutige Folge schon komplett abgeschrieben gehabt, weil es ging mir wirklich ziemlich bescheiden, um es so auszudrücken. Nichtsdestotrotz, ja, habe ich hier ein paar Seiten für euch zusammengetragen, sämtliche News rund um das Thema PC, Gaming, Hardware, sowohl zum Thema Intel, AMD und Nvidia, ein Haufen spannender News. Ja, des Weiteren ist die Google I.O. diese Woche gewesen und auch da für euch die gesamten News zusammengetragen. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, hier mit mir gemütlich einen Tee zu trinken, ja, dann sehen wir uns nach der Nachricht des heutigen Sponsors und das ist CDK Deals. Ja, bei CDK Deals findet ihr offizielle Microsoft Keys, ob Windows 10 oder 11. Gerade bei Windows 10 Pro sind die Preise wirklich gut. Und wenn ihr das Ganze mal hier in der Suchleiste eingebt, Windows 10, praktischerweise lässt sich die Lizenz jederzeit kostenlos auf Windows 11 upgraden. Ja, also auch hier könnt ihr nochmal ein bisschen zusätzlich sparen. Und ihr könnt mit dem exklusiven Rabattcode GU25 satte 30% sparen. Und damit landet ihr bei 13,95 € für den Windows 10 Pro Key. Nachdem ihr euren neuen Windows 10 Key erhalten habt, gebt ihr das Ganze über den Windows Aktivierungsassistenten entsprechend ein, drückt auf Aktivieren und los geht's. Ihr könnt sehen, die Windows 10 Lizenz ist jetzt aktiviert. Mehr Infos und Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, Leute, die News rund um AMDs Ryzen 7000er, also Zen 4, verdichten sich. Entsprechend wird die Next Gen unter 5 Nanometer Fertigung und neuem Chipsatz, also X670 mit dem neuen ARM4 Sockel, entsprechend Ende des Jahres kommen. Und es ist nicht mehr lange hin, Leute. Ja, wir sprechen hier von Ende des Jahres, aber Gerüchten zufolge soll Zen 4 bereits im September in den Handel kommen. Ja, und das mit sämtlichen neuen Features wie DDR5 und PCIe 5.0. Und AMD selbst wird sich hierzu bereits diesen Monat, ja, in gut 10 Tagen, am 23.05. auf der Computex dazu äußern. Und was haben wir von dieser neuen Architektur zu erwarten? Der IPC-Fortschritt soll sich hier im Bereich von bis zu 24% bewegen. Ja, das ist wirklich immens. Wenn wir uns überlegen, was für ein gewaltiger Sprung es von Zen 2 auf Zen 3 war. Dort lag der IPC bereits bei 19% und ihr wisst, in Sachen Gaming, ja, sind da Welten zwischen diesen zwei Architekturen. Wenn jetzt hier sogar nochmal 5% draufgeschlagen werden im selben Architektursprung, das wird gewaltig, gerade weil wir hier, ja, einen Ryzen 7000er in der freien Wildbahn gesehen haben. Ein 8-Kerner mit einem Turbotakt von 5,2 GHz. Leute, das wird heftig mit so einem hohen IPC, so einen Taktschritt. Das wird brutal. Genauso auch nächstes Jahr entsprechend die Ryzen 7000er APUs. Unter Phoenix bekannt ist hier entsprechend eine Veröffentlichung zur CES 2023, also im Januar, Anfang nächsten Jahres, zu erwarten. Was hier bereits spekuliert wird, ja, ist die Leistung, mit der diese CPUs einherkommen werden, beziehungsweise explizit die APUs. Also die integrierte Grafikeinheit soll hier einer RTX 3060M mit 60 Watt einhergehen. Wenn wir uns überlegen, dass diese CPU-APU sich im Bereich von 35 bis 45 Watt bewegt und hier nicht nur die Grafikleistung mit sich bringen muss, sondern eben auch den Prozessor mit Strom versorgen muss, dann ist das in Sachen Effizienz einfach brutal und gerade im Bereich für Thin and Light und ultraportable Gaming-Notebooks entsprechend ein enorm großer Schritt, der auf uns zukommt. Ich bin gespannt drauf. Diese Woche kam die RX 6950 XT als auch die 6750 XT in den Handel. Die 6650 XT natürlich auch, aber die ist entsprechend nur als Custom-Modell in den Handel gekommen. Die 6950 XT, die ist noch immer auf AMDs Seite für über 1250 € erhältlich. Das heißt, ja, wir sehen so ein bisschen die Nachfrage an High-End-Modellen. Die ist gedeckt, wenn wir uns auch überlegen, die 6900 XT gibt es derzeit schon teilweise für unter 1000 €. Wissen wir, okay, Leute, wir brauchen solche Karten nicht.
nicht mehr. Ja, die Nachfrage ist gedeckt und die Preise fallen immer, immer weiter. Die 6750 XT für 630 Euro erhältlich gewesen. Als Referenzdesign habe ich sie gekauft und entsprechend werde ich das Ganze mit meinem AlphaCool Aurora Iceblock, also dem Wasserkühler hier, den ich vorher auf der 6700 XT drauf hatte, in Betrieb nehmen. Die Karte dürfte morgen, denke ich, bei mir ankommen. Und ja, ich freue mich schon drauf. Ich habe jetzt nicht aus einer Not heraus dieses Upgrade gemacht. Ich habe meine 6700 XT verkauft und mir die 6750 XT eigentlich nur für euch, für den Content besorgt. Nichtsdestotrotz, 630 Euro ist natürlich teurer als eine 6800 XT. Wenn wir uns den Marktpreis der 6650 XT anschauen, die liegt gerade bei 479 Euro für das günstigste Modell. Bei der 6750 XT liegt der Preis bei 629 Euro und bei dem Flaggschiff der 6950 XT entsprechend bei 1249 Euro. Also sehr stark hier an die Referenzdesigns angelehnt. Das erste Mal, glaube ich, jetzt seit langer, langer Zeit, dass erstens die Karten zum Launch verfügbar sind und zweitens die Custom-Modelle nicht allzu groß auseinandergehen von den Preisen der Referenzkarten. Was wir auch neuerdings gesehen haben, ist, dass NVIDIAs LHR, also Light Hash Rate, soweit zu 100% ausgehebelt wurde. Das hat zumindest der Entwickler von NiceHash bekannt gegeben. Ja, jetzt nachdem die Kryptowährungen alle langsam zusammenbrechen, ist das Ganze auch schon relativ egal. Nichtsdestotrotz, hier in meinem kleinen ITX-Rechner habe ich eine 3060 Ti LHR. Also falls in irgendeiner Form hier die Kryptowährungen zurückkommen werden und ich mich entschließen sollte, jemals Krypto zu meinen, jetzt geht's. Ansonsten hat Intel jetzt deren High-End HX-Plattform für deren mobile High-End-Gaming-Laptops vorgestellt, also der i9-12950HX und i9-12900HX an der Spitze sind 16 Kerner mit einem Turbotakt von 5 GHz, richtig brachiale Monster, mit PCIe Gen 5 und DDR5 auf jeden Fall eine enorm beeindruckende Gaming-Plattform. Nicht so beeindruckend ist der Launch von Intel Arc Alchemist, denn dieser, ja, hätte irgendwann mal im Laufe des Sommers erscheinen sollen. Nur scheint sich hier die Verspätung immer weiter anzubahnen und inzwischen sieht es einfach nicht so rosig für das Flaggschiff der A780 oder A770 aus. Gerade wenn wir uns jetzt hier AMDs RX 6750 XT anschauen und den immer besser werdenden Preisen für die RTX 3070, wo diese Karte von Intel konkurrieren soll, ja, dann weiß ich nicht, wer diese Karte am Ende des Jahres noch irgendwann kaufen wird. Also vor allem wird der Preis entscheidend sein. Ja, und Intel kriegt es einfach nicht gebacken, das Teil endlich in den Handel zu schicken. Ja, dafür haut AMD einfach mal den Wundertreiber raus. Entsprechend mit den neuen RX 6050ern ist der neue Treiber gerade in DX11-Titeln mit bis zu 17% mehr Leistung unterwegs. Durch einen einfachen Grafiktreiber enorm beeindruckend. Genauso auch die Radeon Super Resolution, also RSR-Implementierung mit der Version 1.1 ist hier in dem Treiber implementiert worden. Und ja, genau ab heute ist FSR 2.0 offiziell erschienen. Das erste Mal in Deathloop, soweit das Aushängeschild für FSR 2.0. Jetzt nach offiziellen Tests soll es das Ganze auch mit DLSS 1:1 aufnehmen können in Sachen Qualität und FPS, die man hier daraus generiert. Nur ist der Vorteil von FSR natürlich, dass das Ganze Open Source ist. Also wir sind nicht auf Nvidia angewiesen, sondern können FSR mit AMD, Intel und Nvidia-Karten gleichermaßen verwenden. Da gehen wir auch schon weiter in die Games-News über. Und zwar soll Resident Evil Reverse, was eigentlich für eine Veröffentlichung im Sommer 2021 geplant war, ja, bei Reverse handelt es sich um einen Multiplayer im Resident Evil Universe und ich bin enorm gespannt auf diesen Titel. Nur, ja, ist es bis jetzt noch nicht draußen. Das kann sich aber bald ändern, denn das Ganze hat vom ESRB entsprechend eine Alterseinstufung erhalten. Ja, und das deutet eigentlich auf einen bevorstehenden Launch hin. Was nicht so nahe bevorsteht, ist Bethesdas Starfield und Redfall. Beide wurden auf Anfang 2023 verschoben. Schade Schokolade, aber so ist das halt im Jahr 2022. Nichts kommt pünktlich und ja, sagen wir es so, hoffentlich geht es nicht den Weg von Battlefield 2042. Ja, lieber ein bisschen warten und dann
vernünftig rausbringen als überstürzt. Ansonsten haben wir hier von Western Digital entsprechend die SN850X, dem brandneuen SSD-Flaggschiff, vorgestellt bekommen im M.2 Formfaktor. Die von mir bereits vorgestellte SN850 konnte noch mit bis zu 7000 MB pro Sekunde aufwarten. Die SN850X soll bereits die 7300er Marke durchbrechen, was sich mit zunehmender Optimierung gerade bei schnelleren Ladezeiten in Spielen bemerkbar machen soll. Ja, und hier fällt der 3DMark Storage Benchmark gut 18% gegenüber dem vorherigen Modell aus. Also das ist auf jeden Fall beachtlich. Und Asus legt hier entsprechend eine eigene M.2, die SQ7, nach. Da werden wir wahrscheinlich zur Computex in wenigen Tagen mehr erfahren. So, und auf der Google I.O. hat uns hier Google selbst einiges präsentiert, darunter entsprechend das lang erwartete Pixel 6a. Ja, ich habe hier mein Pixel 6 inzwischen selber gekauft. Mein 3a hat leider immer weiter den Geist aufgegeben. Entsprechend habe ich das Ganze ausgetauscht und euch in diesem Video hier gezeigt, wie ich mein Pixel 6 für gerade mal 489 Euro kaufen konnte. Ja, wenn man das Ganze dann mit dem Preis des Pixel 6a vergleicht, das soll nämlich für 459 Euro in den Handel kommen, dann sieht das Ganze gar nicht mehr so günstig aus. Im selben Zug hat Google offiziell auch das Pixel 6 auf 569 Euro runtergesetzt und im gleichen Zug, ja, das Pixel 7 angekündigt. Für Ende des Jahres ist das Ganze vorgesehen. Es gab zusätzlich auf der I.O. entsprechend noch die Pixel Buds Pro und die Pixel Watch, als auch einer eigenen AR-Brille mit Autoübersetzung. Spannende Produkte. Ja, in der ganzen Eile habe ich beinahe die VR-News vergessen. Und zwar hat Mark Zuckerberg ganz offiziell Project Cambria namentlich benannt und im Video gezeigt. Zwar verpixelt, aber sie haben gezeigt, ja, die neue VR-Brille von Oculus bzw. Meta wird erstens nicht mehr so schön weiß, sondern komplett schwarz sein, denn es wird eine High-End-Brille sein. Ja, kann dann natürlich nicht mehr weiß sein. Wurde kurz demonstriert und für dieses Jahr bestätigt. Also wir werden 2022 eine neue High-End-VR-Brille von Meta sehen und da bin ich enorm gespannt drauf, ob ich sie mir dann kaufen werde und meine Quest 2 ablösen werde. Das weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht, denn ich bin enorm zufrieden mit dem Teil und denke, ja, dass ich das Wochenende einfach mal wieder ein bisschen mehr VR zocken werde. Let's go! Ja, damit beende ich die heutige Hardware-News. Ich will euch nur einmal ganz kurz sagen, bis zum 23.05., also in 10 Tagen, wird es jetzt erstmal keine Hardware-News geben. Erstens, ich muss wieder gesund werden und ich habe genug Videos vorgedreht, als dass ich, ja, theoretisch die nächsten 3 Monate keine Videos aufnehmen müsste. Aber, ja, diese Hardware-News wollte ich noch einmal für euch fertigstellen, einmal kurz Feedback geben, wie es mir geht, weil es geht mir echt ziemlich dreckig. Nichtsdestotrotz, heute die Hardware-News für euch da gewesen. Ich hoffe, ich war einigermaßen erträglich. Und am Montag, den 23.05., werde ich entsprechend die AMD und Nvidia Keynote zur Computex live für euch streamen. Wenn ihr Bock drauf habt, schaltet ein und wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GaxTV. Bis dahin, Gaming Fitness, let's you see on GaxTV.